Gut. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts, unten. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Smaragd. Im letzten Part waren wir in der Arm von Moosbach City und haben von den Arenaleitern ziemlich aufs Maul gekriegt. Und ja, ich mache mir gerade mal ein bisschen Gedanken, was wir dagegen tun, damit das nächste Mal nicht passiert. Und ich tendiere sogar dazu... Ich muss mal kurz was überprüfen. Wir haben nicht zufällig... Das glaube ich wäre... Nein, wir haben kein Schutzschild. Ich muss tatsächlich nochmal kurz hier reingucken. Denn wir werden es wahrscheinlich jetzt so machen. Wir werden Gewaldro mitnehmen. Und Schwalboss dafür hier lassen. Genau. Dann kann sich Gewaldro nämlich um... Ups. Das Lepumentas kümmern. Jetzt ist nur die Frage, wirst du reichen, um das Lepumentas zu one-hitten, damit Stolrak sich um das Xatu kümmern kann? Auf jeden Fall ganz wichtig diesmal, dass Stolrak Lepumentas ausschalten, bevor es sich zu... Nee, Blödsinn. Das Xatu ausschalten, bevor es sich zu sehr boostet. Das wäre irgendwie voll gut. Mit dem Felsgraben. Ich denke auf jeden Fall, dass das klappen dürfte. Auf jeden Fall gehen wir jetzt sowieso erstmal in die Raumfahrtzentrale, damit wir noch ein paar Level gut machen, denn Level 41 hat mich doch... Ich wusste, dass sie ein hohes Level hatten, aber 41 hatte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, im Endeffekt müssen wir jetzt erstmal... Ich nehme dir jetzt mal den EP-Teil ab. Ich kann dir gerade den EP-Teil nicht abnehmen. Jetzt kann ich dir den EP-Teil abnehmen. Du gibst den... Nein. Du... Nein. Du nehmen EP-Teiler. Dankeschön. So, und dann möchte ich bei dir noch aufs Item und dir etwas geben... Und zwar... Da, die Wundersaat. Und dann bekommst du einfach statt dem EP-Teiler... Was könnte ich dir geben? Nichts davon. Das heißt, ich drücke dir einfach eine Beere in die Hand. Und zwar... Eine Zitrobeere. So. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Raumfahrtstation. Azumarill und Zubiris. Ja, doch. Azumarill und Zubiris bekommen da die Pole Position. Und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen was zusammengelevelt kriegen. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch noch gar nicht mit den ganzen Leuten geredet. Das werden wir auch noch machen, bevor wir dann wieder in die Arm... in die Arm. Jetzt hätte ich fast Arena gesagt. In die Arm reinmarschieren. Guck mal, da ist Scott. Geht es dir gut, Pargu? Mir geht es fantastisch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Arena-Leiter von Moosbach sehr stark sein sollen. Davon musste ich mich einfach selbst überzeugen. Aber in dieser Stadt geht irgendetwas Merkwürdiges vor. Die Leute reden über einen Brief mit einer Warnung an dem Raumfahrtzentrum. Aber ich glaube nicht, dass mich das etwas angeht. Tschüss. Da geht's Gott. Item. Da sehe ich doch ein Item. Item, alter Mann, auf die Seite. Ich brauche dieses Item. Das ist das wichtigste Item überhaupt. Das ist ein Netzball. Yay, Netzball. Oder so. Alle Lebewesen brauchen das Meer, um leben zu können, auch wenn sie an Land leben. Am Ende ihrer Reise wird aus den Lebewesen Erde und sie kehren zurück zum Land. Und das Meer steht immer in Verbindung zum Land, genau wie dieses Ufer hier. Wie philosophisch.
So, hier haben wir einen Stein, ein weißer Felsen. Dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier hingesetzt als Glücksbringer für den sicheren Flug der Raketen. Wenn du dir etwas wünschst, was machst du dann? Sternschnuppen beobachten? Ich benutze ein Wunschkärtchen, genau das mache ich. Aha, interessant. Was war eigentlich hier hinten? Ein Haus. Naja, mit den Leuten quatschen, wenn wir mit dem Raumfahrtzentrum durch sind. Hier steht auch noch ein Haus und jetzt geht's los. Gucken wir doch mal, was hier für eine ominöse Warnung gewarnt wurde. Und hier ist Troy. Hast du die Bekanntmachung schon gelesen, Paku? Team Magma will sich den Raketentreibstoff unter den Nagel reißen. Ich weiß zwar nicht, wofür sie ihn brauchen, aber das können wir ihnen nicht erlauben. Ich werde das Ganze hier noch eine Weile beobachten. Warum schaust du nicht in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um? Ging das erst nach der Arena? Das wäre ziemlich schlecht, denn ich wollte hier eigentlich ein bisschen leveln. Dann quatschen wir mit den Leuten. Ich wünschte, auch normale Leute könnten eines Tages ins All reisen. Ich merke schon wieder, wie gut ich heute lesen kann. Hey du! Moosbach City hat meistens sonniges Wetter und einen beständigen Wind. Ein idealer Ort, um Raketen ins All zu schicken. Von so einer kleinen Insel aus. Klappt sicher, ja. Wenn ich jünger wäre, würde ich mit Sicherheit Astronaut. Nein, dazu ist es nie zu spät. Ich werde es versuchen. Moment. Das klingt irgendwie so, als wäre das irgendein Tourist. Warum sitzt er da vor dem PC? Arbeitet er hier nicht? Ein gigantischer Brocken Metall durchbricht den Himmel und fliegt ins All. Das übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Rakete wird in Kürze starten. Jeder Raketenstart verlangt sorgfältige Vorbereitung. Die Fehlerquote darf nicht einmal 1% betragen. Selbst wenn 99% perfekt sind, kann 1% schon für ein Misslingen sorgen. Trotzdem versuchen wir es immer wieder. Warum? Weil es ein ewiger Traum ist. Ich schlendere am Strand entlang, da habe ich dies hier gefunden. Ich kann damit nichts anfangen, daher kannst du es haben. Ein Sonnenstein. Dankeschön. Die Höhenregion ist bekannt für die Häufigkeit der Meteoriteneinschläge. Was du nicht sagst. Einige Menschen nehmen an, dass die Pokémon aus dem Weltall kommen. Ob das stimmt? Mir fällt da gerade was ein. Ne, Moment. Es wäre natürlich... Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie das mit der Arena laufen soll. Oh. So, was haben wir denn hier? Ah, die Rakete. Die irgendwie, wenn man so im Vergleich guckt, ganz schön klein ist. Aber hey. Irgendwie ist alles im Vergleich ganz schön klein hier. Ich meine, die starten hier Raketen von einer kleinen Insel aus. Von dem her, ja. Meine kleine Schwester tauscht immer Brief-E mit ihrem Freund in Baumhausen City aus. Ich beneide sie kein bisschen darum. Auch wenn ich meinen Freund in Baumhausen City nicht sehen kann, mein Pokémon bringt unsere Brief-E. Ich bin nicht einsam, auch wenn wir getrennt sind. Oh nein, nicht die Brief-E. Ah, da ist das Wingull wieder weg. Das kennen wir doch noch. Wir waren schließlich schon in Baumhausen City. Wäre das nicht schön, wenn die ganze Welt so mit Blumen und Pflanzen bewachsen wäre wie diese Insel? Ich kenne besser bepflanzte Inseln. Ich denke nur an die Insel aus der vierten Genie, auf der man Shining bekommt. Eine Reise auf einem Schiff ist toll, aber das Meer auf einem Pokémon zu überqueren, das Surfer einsetzt, das ist wirklich eine aufregende Sache. Meinst du nicht auch, Kindchen? Nenn mich nicht Kindchen, ich bin der Protagonist. Hey du da, Trainer, eine super Angel ist wirklich super. Man kann sagen, was man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na, du würdest doch zu gerne auch so eine Angel haben, oder? Sicher, sicher. Schließlich ist eine super Angel super. Und wäre es eine fantastische Angel, wäre sie fantastisch. Stehst du am Wasser, dann wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. Zum Beispiel ein Carpador. Oder auch ein Carpador. Manchmal aber auch ein Carpador. Und es gibt auch Zeiten, da bekommt man ein Carpador. Hin und wieder kann man aber auch mal ein Carpador bekommen. Oder auch Carpador ist durchaus möglich. Oh, was haben wir denn hier? Was war das nochmal? Ich kann dir spielen, wenn du möchtest. Ach, das war dieses Multiplayer-Ding. Das kann ich leider nicht zeigen, weil man dafür eine K
Kabelverbindung braucht. Ach, damals ging das alles noch mit Kabeln. Ah, ein großartiges Gefühl, wenn die Wellen über meine Füße spülen. Apropos Wellen, kennst du die Stadt Xeneroville? Ich glaube, die Arena dort hat einen neuen Leiter. Das soll der frühere Mentor von Vasili sein. Oh, Vasili, den kennen wir ja noch gar nicht. Ich kann nicht mehr. Das ist doch absolut hoffnungslos. Ich bin ein Kampftrainer, daher kann ich in der Arena von Moosbach einfach nicht gewinnen. Egal, wie sehr ich mich auch anstrenge. Ah, Schlag, Wucht, Schlag, Schlag, Wucht, Schlag. Hey, was starrst du mich so an? Ich schlage doch nur auf den Boden ein. Oder möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon Wuchtschlag beibringe? Oh, könnte das jemand lernen? Zubiris, Gewaldre und Azumarill. Soll Azumarill Wuchtschlag lernen? Ich guck's mir mal kurz nochmal an. Und jetzt ganz vorsichtig, damit ich nicht wieder irgendeine falsche Attacke verlerne. Wir könnten natürlich, wobei das natürlich... Ja, ich hatte vergessen, dass das 50 war und ich wusste, dass es niedrig war, aber... Nein, das lassen wir. Nein, du lernst keinen Wuchtschlag. Dankeschön. Mist, du machst dich lustig über mich. Schlag, Wucht, Schlag! Schlag mich doch nicht mit deiner Wucht, Mann! In der Nähe von Moosbach City kann man wilde Weilmeer sehen. Das nennt man Wei, Weilmeer-Watching. Okay. War das hier das Haus von Troy? Nein. Mein kleiner Bruder liebt es, die Geheimbasen der anderen zu finden. Hast du dir eine Geheimbasis in Route 111 eingerichtet? Ja, bei dem hier können wir immer erfahren, wo unsere Geheimbasis ist, falls wir es vergessen sollten. Ich habe das von Troy bekommen, weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, es heißt Kingstein. Möchtest du das haben? Warum willst du das haben? Du bist komisch. Du kannst es behalten, aber erzähl es nicht, Troy. Der Kingstein. Der wäre natürlich sogar noch interessanter. Falsch. Das heißt, den könnte ich eigentlich... wem gebe ich denn den dann? Den könnte ich eigentlich Stolrak dann geben. Dann bekommt Stolrak den Kingstein und Zwirrlicht bekommt die Flinkklaue. So. Machen wir es doch so. Kingstein ist doch eine nice Sache. So, das müsste das Haus von Troy sein. Ja. Hier bekommen wir, nachdem wir Champion sind, ein Tarnhel. Und zwar das einzige Tarnhel im Spiel. Bedauerlicherweise. Dein Azumarill. Es mag... Ach, das war der. Mit dem haben wir schon gequatscht. Ich erinnere mich. So, das ist echt dumm, weil ich hatte gedacht, die Raumfahrtstation könnten wir vorher schon machen. Denn ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen leveln. Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt nochmal einen Versuch mit diesmal anderer Strategie. Und zwar... Die Frage ist, mit welcher Strategie? Wir könnten natürlich... Ich versuch's einfach mal. Was kann schon schief gehen? Notfalls, werde ich nach diesem Part einfach noch ein bisschen leveln. Damit wir dann vorbereiten. Jetzt sind... Ne, Moment, mir fällt gerade ein. Wir haben noch eine Möglichkeit. Wir können ja hinten noch in die, Dingensinsel da, in diese Küsteninsel oder wie das Ding hieß. Was war hier nochmal? Nur diese Insel, okay. Da, glaube ich, waren auch Trainer drin und da können wir auch noch ein bisschen trainieren. Azumarill, surfe. Hier gibt's eine Geheimbasis und hier gibt's einen Trainer. Oho, ich bin ein raubeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Das ist sehr schön für dich.
Matrose Elad mit Wingull. Na, wenn du meinst. Dann Azumarill, surf einfach weg. Oh Gott. Warum? Ach. Das. Oh. Schön. Das wird nicht reichen. Oh, das war ein Crit sogar. Ich wollte jetzt nicht auf den Blizzard gehen. Weil ich genau weiß, dass der wieder nicht geklappt hätte. So, und auch wenn Verwirrung gerade vorherrscht, ich benutze einfach mal Walzer. Vielleicht habe ich ja ausnahmsweise mal Glück. Yay, Walzer. Und ein Maschok. Da kann ich den Walzer auch schon wieder vergessen. Stattdessen könnte ich zu Beerus reinschicken. So, da kommt ein Maschok. Und das wird einfach mal gespukt bald. Ball des Spukes. Oh. Oh Gott, Gesichte. Das ist fies.